Entschuldigung. Guten Tag. Wir sind von der Kripo. Sind Sie Frau Nicou? Soll ich Sie holen? Ja, gerne. Einen Moment bitte. Wally? Ja? Besuch für dich. Hallo, Frau Nicou. Hallo. Wir sind von der Kripo. Rietz, mein Kollege Herr Grass. Worum geht es denn? Können wir das irgendwo ungestört besprechen? Natürlich können Sie. Ist etwas passiert? Ja. Rupert Gröning, sagt Ihnen der Name was? Ja, wieso? Er wurde gestern Morgen tot aufgefunden. Wir gehen von einem Gewaltverbrechen aus. Was? Aber das kann doch nicht sein. Doch. Er wurde ertränkt in seiner Badewanne. Sie haben ein paar Stunden vor seinem Tod noch mit ihm telefoniert und deshalb haben wir gedacht, Sie können uns vielleicht weiterhelfen. Wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? Vorgestern. Da hat er mich bei mir zu Hause besucht. Wann genau? Es war, glaube ich, so um 11. Und warum hat er Sie besucht? Wir haben uns halt getroffen und geredet. Aha. In was für einem Verhältnis standen Sie denn zu Herrn Gröning? Er war wie ein Vater für mich. Er hat mein Studium gefördert. Er hat Sie gefördert. Gab es vielleicht eine Gegenleistung dafür? Nein, nicht das, was Sie denken. Dafür hat er andere Frauen. Er hat halt einfach an mich geglaubt. Kennen Sie denn die anderen Frauen? Nein, es waren immer verschiedene. Keine Ahnung. Ja, und nach Ihrem Treffen, was ist dann passiert? Wie sind Sie verblieben? Ja, wir wollten uns bald wiedersehen. Er ist dann mit dem Taxi nach Hause gefahren. Ich glaube, so um 3. Ja, kurz danach kam dann auch schon meine Freundin Tanja vorbei. So spät? Ja, der ging es nicht so gut. Liebeskummer. Ja, und die hat dann auch bei mir gepennt. Jo, dann wird Ihre Freundin Tanja das bestimmt bestätigen können. Kennen Sie diesen Mann hier? Nein. Nein? Nein. Sicher nicht. Ach so, mit der. Ja, er heißt Henrik. Wir hatten mal eine kurze Zeit was am Laufen. Aber das ist schon lange vorbei. Das ist interessant. Die Fotos haben wir nämlich auf dem Computer des Toten gefunden. Und kurz bevor Herr Gröning umgebracht wurde, hat jemand sie gelöscht. Haben Sie eine Erklärung dafür? Wer hat die Bilder eigentlich gemacht? Mir selbst. Selbstauslöser. Ja, nur so zum Spaß. Gut, dann war's das erstmal. Aber wir hätten ganz gerne noch eine Speichelprobe von Ihnen. Und dann geben Sie uns noch den Namen und Telefonnummer Ihrer Freundin, damit wir Ihr Alibi überprüfen können. Sowie auch den Namen und Telefonnummer dieses Mannes, ja. Ich wurde mit diesen Fotos erpresst. Von Gröning und Valerie. Wo haben Sie die Frau kennengelernt? In einem Restaurant. Zufällig, dachte ich. Aber die hatte wohl alles geplant und ich, Idiot, bin auch noch darauf reingefallen. Was wollten die beiden denn von Ihnen? Gröning wollte einen neuen Kredit für seine Yachtfirma. Er hat gedroht, meine Familie zu zerstören mit diesen Fotos. Soweit wir aber wissen, haben Sie der Firma keinen Kredit gewährt? Naja, ich kann auch nicht einfach Kredite vergeben. Ich habe meine Vorgaben und ich habe wirklich alles versucht. Ich habe alles getan. Ich habe sogar meine eigene Karriere aufs Spiel gesetzt. Naja, jetzt hat sich das Problem ja sowieso erledigt. Ja, ich weiß, wie das für Sie aussehen muss, aber ich habe Gröning nicht getötet. Wer dann? Keine Ahnung. Herr Degen, erzählen Sie uns doch mal, wo Sie am Mittwoch zwischen 4 und 7 waren. Ich war zu Hause bei meiner Familie. Meine Frau wird Ihnen das bestätigen, aber bitte, bitte um alles in der Welt, erzählen Sie ihr nichts von diesen Fotos. Vorerst wird das nicht nötig sein. Sind Sie denn damit einverstanden, dass wir Ihnen eine Speichelprobe entnehmen? Ja, natürlich. Na, was hältst du von ihm? Auf mich hat er schon glaubwürdig gewirkt. Ja, aber Alex, er hat ein Motiv. Naja, und der Tote hat ihn bestimmt auch freiwillig in die Wohnung gelassen, oder ins Haus besser gesagt, um mit ihm über den Kredit zu sprechen. Mhm. Jetzt überprüfen wir erstmal sein Alibi. Ja. Wieder die Partnervermittlung? Don Juan 69 will sich mit mir treffen heute Abend. Naja, also der Name, aber sieht nett aus. Guck mal. Mhm.
ist ein Schnäckchen, ja. Naja, wenn es denn sein wird. Warum nicht? Hauptsache, der Jahrgang stimmt. 69 wird doch passen. Naja, mit 69 könnte auch was anderes kommen. Nervös gemacht? Oder geht er noch Mittagessen? Auf jeden Fall bleiben wir dran. Alles klar. Danke, Robert. Ciao. Naja, zumindest konnte das zweite Handy des Toten geortet werden. In der Firma. Robert vermutet, dass es einer der Mitarbeiter benutzt haben könnte. Die haben immer ihre eigenen Handys. Ja, schon. Ich glaube, er dachte da auch eher an eine Mitarbeiterin. Dieses Handy wurde ausschließlich von Gröning angerufen. Wer weiß, vielleicht hatte er da ja noch eine Affäre, von der keiner wissen durfte. Der Geschäftspartner des Toten. Ich schnappe den Müller, ich will wissen, was in dem Kuvert ist. Herr Müller? Ach, Herr Graz. Wie kann ich Ihnen helfen? Ist alles in Ordnung? Gar nichts ist in Ordnung. Erst teilen Sie mir mit, dass mein bester Freund und Geschäftspartner ermordet wurde. Und eben hat mir mein Banker verkündigt, dass wir unseren Kredit nicht bekommen. Außerdem sollen wir die Hälfte des Geldes sofort zurückbezahlen. Das war's dann wohl. Herr Müller, würden Sie mir sagen, was in dem Kuvert ist? Das. Herr Degen hat mir bloß ein paar Papiere wieder zurückgegeben. Wegen des Kredits. Mittlerweile völlig wertlos. Warum fragen Sie? Ihr Banker. Herr Degen wurde erpresst. Und zwar von Ihrem Geschäftspartner. Wussten Sie das? Was? Nein, das wusste ich natürlich nicht. Da wollen Sie damit sagen, Rupert wollte ihn zwingen, uns diesen Kredit zu geben? Kennen Sie die Nummer? Nein. Sollte ich? Sie gehört Herrn Gröning. Aber möglicherweise hat jemand aus Ihrer Firma damit telefoniert. Nein, tut mir leid. Davon weiß ich wirklich nichts. Habe ich gehört. Hey, die Frau des Bankers hat sein Alibi bestätigt. Ja, okay. Nach den neuesten Laborergebnissen haben wir eher einen neuen Tatverdächtigen. Alex, ich bin's. Komm schnell runter zum Wagen, wir müssen los. Wir wissen jetzt, wem die Fremd-DNA unter den Fingernägeln des Toten gehört. Ganz genau. Hallo, Frau Nico. Hallo. Wir möchten Sie bitten, uns zu begleiten aufs Kommissariat. Sie sind dringend tatverdächtig, Herrn Gröning ermordet zu haben. Was? Wie kommen Sie denn darauf? Weil wir Ihre Hautpartikel unter seinen Fingernägeln gesichert haben. Wahrscheinlich hat er Sie gekratzt. Oder wieso tragen Sie bei dem schönen Wetter einen Schal? Zeigen Sie mal her. Ha? Woher haben Sie denn die Kratzer? Jetzt überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Wir haben keine Lust mehr auf Ihre Lügen. Was denn für Lügen? Ja, fangen wir mal damit an, dass Sie angeblich keinen Geschlechtsverkehr mit Herrn Gröning hatten. Stimmt nicht. Der DNA-Gleich hat was anderes besagt. Außerdem ist Ihr Alibi geplatzt. Ihre Freundin ist nämlich angeknickt. Sie war nicht bei Ihnen. Also, jetzt raus mit der Sprache. Ja, okay. Stimmt. Wir hatten Sex. Und da ging es halt ein bisschen härter zu und daher die Kratzer. Ja, anschließend habe ich ihn dann nach Hause gefahren, bevor ich mich mit meiner Freundin getroffen habe. Aber das war auch schon alles. Und warum haben Sie uns das nicht gesagt? Warum haben Sie uns angelogen? Vielleicht wegen der Erpressung. Wie Sie sehen, wissen wir das auch schon. Mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Wirklich. Wieso hätte ich Robert denn töten sollen? Weil er Sie vielleicht zum Sex gezwungen hat? Nein, hat er nicht. Er hat mir noch Geld gegeben. Ah. Dafür das Geld. Ja,
habe nichts getan, wirklich. Wir haben die Studentin noch mal vernommen. Die ist ziemlich fertig mit den Nerven. Aber die Tat hat sie immer noch nicht gestanden. Wobei eigentlich alles gegen sie spricht, Alex. Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Meinst du echt, die wäre in der Lage gewesen, ihn zu ertrinken? Alex, der Gröning war stark angetrunken. Es wäre ein leichtes Spiel gewesen. Ja, und was ist mit den Schuhsohlenabdrücken im Haus? Die hat doch viel zu kleine Füße. Das war Größe 42, 43. Also eher von einem Mann. Was machst denn du da? Ich habe mir mal eine Ersatzsim-Karte von Grönings Haupthandy besorgt. Warum? Ja, um sein Zweithandy anzurufen, das in der Firma geortet wurde. Was bezweckst du damit? In der Firma weiß doch noch keiner, dass er tot ist. Du denkst, wenn du jetzt mit Grönings Nummer anrufst, geht die Person eventuell ran, oder wie? Vielleicht. Probieren geht über Studieren. Echt? Ja, ist ja wohl besser, wenn eine männliche Stimme anruft, oder? Oh Gott, Rupert, endlich! Was ist denn los? Ist dir irgendwas passiert? Nee. Was ist denn überhaupt los mit dir? Ich meine, du tauchst nicht in der Firma aus, du hast die Präsentation verpasst. Mein Vater ist auch ganz komisch dort. Was ist denn hier eigentlich los? Entschuldigen Sie, hier spricht nicht Gröning. Hier ist Robert Ritter vom K11, Kriminalpolizei. Mit wem spreche ich da? Hier ist Annika Müller. Ist irgendwas mit Rupert? Frau Müller? Wir sind von der Kripo, Rietz, mein Kollege Herr Grass. Sie haben mit unserem Kollegen telefoniert. Können Sie mir vielleicht sagen, wie das alles passiert ist? Ich meine, was ist ihm geschehen? Er wurde ertränkt in seinem Badezimmer. Sie standen sich sehr nah? Ja, wir sind schon seit Monaten zusammen. Annika, da bist du ja. Was ist denn hier los? Rupert ist tot. Du wusstest es, oder? Du hast es mir absichtlich nicht gesagt. Ich wollte dich nicht beunruhigen. So ein Schwachsinn. Sie wussten also, dass Ihr Geschäftspartner eine Beziehung mit Ihrer Tochter hat? Ja. Und wieso haben Sie uns das nicht erzählt? Ja, weil ich... Ja, Gott nochmal, weil das Privatsache ist und keinen etwas angeht. Du hast ihn getötet. Du hast unsere Liebe nie akzeptiert. Aber Annika, um Gottes Willen, was redest du denn da? Er hat gesagt, dass es mit pervers ist. Weil ich da noch so jung bin. Er hat es sogar gedroht. Annika, ich bin doch dein Vater. Siehst du da nicht ein, dass er viel zu alt für dich war? Ich wollte dich doch nur beschützen. Hast du mir deshalb seinen Schlüssel weggenommen? Weil du ihn umbringen wolltest? Oh Gott. Annika! Sie bleiben hier. Aha. Sie hatten also einen Schlüssel für das Haus Ihres Geschäftspartners, ja? Und wahrscheinlich kannten Sie den Code der Alarmanlage auch noch. Herr Müller, wir haben am Tatort Schuhabdrücke gefunden. Und ich bin mir ganz sicher, dass wir bei Ihnen zu Hause die passenden Schuhe finden. Es wäre jetzt wirklich besser, Sie würden ein Geständnis ablegen. Wieso, Annika? Warum musste er sich ausgerechnet an meiner Tochter vergreifen? Sie ist doch erst 19. Was ist passiert an dem Morgen? Ich bin mit Annikas Schlüssel in das Haus. Ich habe auf ihn gewartet. Mich dort ein bisschen umgesehen. Ich hatte Angst, er hat Fotos gemacht von sich und meiner Tochter, wie er das so oft mit seinen Weibern getan hat. Die wollte ich natürlich vernichten. Stattdessen haben Sie herausbekommen, dass er den Bankangestellten erpresst hat. Ja. Aber alles, was ich gefunden habe, sofort gelöscht. Ich musste doch verhindern, dass die Polizei herausfindet, dass meine Firma jemanden erpresst. Aber dann kam er. Sturzbetrunken. Herr
Herr Müller, Sie sind vorläufig festgenommen. Ja, super. Danke, tschüss. Müller hat ein umfassendes Geständnis abgelegt. Prima. Bleibt nur noch eine Frage. Ist Don Juan 69 top oder flop? Auf jeden Fall ist er deutlich unter 50. Das hat er mir versprochen. Oder wenn wieder so eine Strickjacke um die Ecke kommt? Dann reiße ich ihm den Kopf ab, habe ich ihm auch gesagt. Sag mal, ist er überhaupt schon volljährig? Also gelogen hat er auf jeden Fall nicht. Weißt du was? Ich melde mich ab bei diesem Portal. Wahrscheinlich lerne ich meinen Traummann sowieso im Supermarkt oder an der Tanke kennen. Schätzchen, mach doch endlich mal die Augen auf. Dein Traummann sitzt längst neben dir.